Wenn eine Leitung das hergibt. Was denn? Ach, ich hab ihn schon wieder gemutet, Mann. Nur mit Overwolf kannst du nicht auf Twitch streamen, ne? Ah, so, ja, das kannst du machen. Bist du denn draußen wieder? Ja, ich bin jetzt gerade wieder draußen. Ich hock mich gerade mal hin und heil mal meine Katze wieder. Okay. Aber was mache ich denn? Was lerne ich denn? Was lerne ich denn? Was lerne ich denn? Barrecke. So viele Skills. Das ist einfach nicht die Idee ab und zu. Soll. Ah, geil, hier, der Petalstorm, also diese Blüten, die machen nicht mehr nur, die machen nicht mehr nur 3 Meter, sondern sind jetzt auf 5 Meter ausgeweitet. Okay. Also größere Wolke. Hier. Sieht doch gut aus. Oh. 5 Meter Radius. Oh, ab ins Getümmel, würde ich mal behaupten. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Erstmal den Typen hier vorne anquatschen. Ja, das ist ja so ein komischer Typ hier. Dann müssen wir eine Wasserkaraffe uns organisieren und die zu ihm bringen. Oder hier einfach mal so ein paar von den Viechern platt machen. Ja, das auch. Und hier so komischen Pilz. Aber schon mal 3 von den Pilzen. Ja. Und rein ins Getümmel, wa? Muss aufpassen, die lassen Bomben liegen. Ich will erstmal eine Kiste in der Luft. Die Bombe hat erstmal beide weggefetzt. Komm mit. Das ist meins. Das ist meins. Ey. Komm mit. Hä? Bin auch schon hinter dir. Aber ich kann es aber nicht abgeben. Kann ich nichts abgeben. Hast du geschafft, die Quest? Nee, ne? Nein. Kann ich nichts abgeben. Ja, dann musst du es halt auch mit abgeben. Ich dachte, das geht halt, wenn wir beide. Egal, dann kommen wir hier nochmal, gleich nochmal hier drauf. Wir sollen ja so 15 von den Pilzen töten. Jo. Hat der echt meine Katze zerlegt? Ja, der ist gerade eine Bombe hochgegangen. Naja, ich dachte, ich hatte eigentlich gedacht, ich habe meine Katze rechtzeitig zurückgerufen.
Nur so, noch vier von diesen verfickten Pilzen und dann. Was musst du jetzt? Wollen wir nicht noch den Masterpilz hier platt machen? Der Boss, der ist da hinten jetzt gerade. Da haben wir eine Daily Quest für. Brauchst du da jetzt noch welche? Ja. Und genau jetzt noch zwei Stück. Ich hab grad voll meine Katze zerlegt. Die hast du voll zerledert, aber sowas von. Ich würde sagen, wir machen die Quest jetzt hier noch fertig. Und sobald es zur anderen Coaster geht, hören wir auf. Mega wichtig bei den Pilzen, mein Skill. Wieso? Die Dinger. Ja, geh mal hin und fight mal gegen den. Hau den mal an und versuch mal wegzulaufen. Welchen? Den. Den schwarzen, also diesen roten, ja genau den da. Und jetzt versuch mal wegzulaufen. Nein. So. Ja, mach ja. Und für einen Fernkämpfer ist das mega wichtig, dass der dich nicht ranziehen kann. Oh, weil einer fehlt. Weil der Skill bei ihm greift nämlich schön ins Leere. Willst du diesmal? Ja. Können wir uns ja immer wieder abwechseln. Alter, was ist mit ihm denn los? Weißt du, was ich gut finde? Es ist gar nicht mal so schlimm, dass ich in den Leveln schneller bin. Ich darf nur nicht in den Questen schneller sein. Aber wenn ich in den Quests nämlich genauso bin wie du, ist das nämlich alles scheißegal. Ein Warrior, Alter, wenn nicht. So. Nimm an. Die brechen wir ab, wa? Nee, nimm an. Achso. Man muss einmal drauf. Mal. Den brauchen wir nicht mehr, oder was? Doch. Den müssen wir denn noch? Ach, doch, hier. Ich brauch den auf jeden Fall noch. So, ein Ding muss ich noch. Und zwar. Hier, das. Dieser Kleber. Ja. Ach, Kleber hast du. Den brauche ich zum Beispiel nicht. Siehst du? Nee. Nee, das stimmt. Der ist schon drin. So, hier, da ist Claypaw Top Dog Wufu. Da schicke ich jetzt gleich erstmal meine Katze rein. Mhm. Mach mal den hinter dir da platt. Da Drecksvieh. Ah, hier Bombe.
Zack. Katze tot. Katze tot. Zack, schön die Bombe abgekriegt, der Typ. Das die. Da. Ja, und da diese lila Kiste halt, da brauchst du halt immer einen Schlüssel für. Und da gibt's halt okay. Diesen Sealed Wufu E-Ring und den O-Ring brauchst du dann halt später auch. Und das Geile ist halt, dass du die Dinger einfach, ja, du kannst diesen Boss im Endeffekt die ganze Zeit farmen, du brauchst halt nur die Schlüssel dafür. Und dann kannst du im Endeffekt alles schön, die ganzen O-Ringe, die du da rauskriegst, kannst du deine gesamten Items mit aufputschen. Brauchst halt nur Schlüssel. Ich würde auch sagen, wir probieren den jetzt nochmal. Warte. Wenn man mal so guckt. Ja, so ein Ohrring gibt auf jeden Fall ordentlich Boost. Aber der ist immer nicht auf 100, oder was? Oder wollen wir den nochmal machen? Ja, ne? 77,2%, ey. Oh, ich bin jetzt bei 33. Was? Achso, ne, bei dem Ding wie bei 99, also ein Monster noch. Ja, dann machen wir den Boss noch einmal und dann bist du auch Level up. Ne, ich meine jetzt hier von Necklace. Da bin ich jetzt bei 77,27%. Oh Mann. Bis Max Level. Ich habe gerade vier Dinger reingeklatscht. Nee, komm, lass weitergehen. Scheiß drauf. Der Boss dauert einfach zu lang. Ja, komm, mal gucken. Kein Level up? Nee. Alter, was ist das? Ja, schön. So, komm mit. Wir müssen hier unten ist noch ein Dungeon und davor ist noch so ein Teleporter, den wollen wir noch kurz freischalten. Aber nächstes Level ist es dann soweit. Da können wir uns dann ein schönes neues Soul Shield holen und dann halten wir auch ein bisschen mehr Damage aus. Mal runterjumpen, ne? Ja, runterjumpen, fliegen, ja, warten, bis das Ding freigeschaltet ist und dann kannst du weiter. Freigeschaltet. Sehr schön. Wir müssen uns gleich mal gucken, ob wir uns im PvP eintragen können, dass wir gegeneinander mal PvP in der Arena machen. Wegen dem Achievement. Ja. Ja, ich mach gleich das Fenster zu. Was? Ich bin in die Taktik gekommen und hab gerade den Spiel ausgeführt. Hm? Wieder 27 Sekunden warten, bis er wieder genutzt werden kann. So, ich laufe mal ganz kurz Auto. Oh, was ist das denn jetzt?